Kommen wir zu einem wichtigen kosmetischen Thema, was natürlich primär offensichtlich Frauen betrifft. Aber, und das ist mittlerweile auch klar, auch Männer haben diese Probleme. Nur sie reden so wenig darüber. Die Zellulite. Die Zellulite ist eine Bindegewebsschwäche, die sich insbesondere im Bereich von Hüfte, Oberschenkel und Po zeigt, indem so kleine Dellen, auch Orangenhaut oft genannt, sich ziemlich stark hervortun. Ein echtes Problem, gerade kosmetisches Problem. Und leider muss man wirklich sagen, es ist sehr stark genetisch geprägt und bedingt. 80% unserer Bevölkerung, gerade auch der Damen, bekommen es. Vor allen Dingen auch deswegen, weil das Bindegewebe bei den Mädels ein wenig weniger schwach ausgeprägt ist und dementsprechend sich gerade auch durch diese Zellstruktur, durch die kollagene Struktur, die ganz besonders ist, so ein bisschen die Fettzellen etwas mehr nach vorne prägen und ausprägen können. Genetisch bedingt heißt es aber auch, dass man gar nicht so unheimlich viel dagegen tun kann. Dennoch habe ich 5 Tipps mitgebracht, die so ein wenig das Körperbild in eine richtige Richtung rücken, wenn es denn ein wenig schlimm geworden ist. Muskeltraining ist eine ganz wichtige Komponente, denn Muskulatur strafft das Gewebe nicht nur, sondern es sorgt auch dafür, dass die Fettzellen überhaupt keine Möglichkeit haben, das Kollagen zu durchdringen. Und sie kräftigen auch durch die Muskulatur das Kollagen dahingehend, also dass richtig straff insgesamt alle Strukturen dort ausgebildet sind. Ausdauertraining hilft, Fette zu reduzieren, Fettverbrennung zu optimieren. Dementsprechend heißt das, dass auch hier die Fettzellen dadurch natürlich direkt bekämpft werden können. Eine ausgewogene Ernährung heißt hier kalorisch reduzierte Ernährung, um auch hier die Fette eben nicht dominanter werden zu lassen, führt gerade im Bereich der Problemzonen doch zu einer Reduktion der gesamten Fettmasse, was dann das Körperbild optimiert. Zwischenmahlzeiten natürlich zu verzichten, ist eine ganz wichtige Komponente, denn sie sind ja auch wie quasi eine Hauptmahlzeit. Das heißt also, 4 bis 5 Stunden Pause sollten es zwischen den Mahlzeiten schon sein. Wichtig ist auch, den Stoffwechsel regional zu erhöhen. Das kann man unter anderem machen, indem man Faszienrollen nutzt. Weil Faszienrollen sorgen dafür, dass das kollagene Gewebe direkt in die richtige Richtung, also stimuliert, aktiviert und ausgerichtet wird, straffer wird und seine Elastizität eben nicht verliert. Faszienrollen mit leichtem Druck, also auf das seitliche Gewebe ausgeführt, hebt ein bisschen doch letztendlich so die Relieffunktion der Kollagenstrukturen hervor. Und das Letzte ist auch Bürstenmassagen. Unter der Dusche, gerade auch Wechselduschen, kalt und warme Bäder und dann ein bisschen mit einer Bürste eingerieben, aktiviert lokal, regional den Stoffwechsel. Die Durchblutung sieht man ja an den roten Zonen und auch das aktiviert die Stoffwechselrate, die Stoffwechselumsatzrate in diesem Bereich und auch das hilft. 5 kleine Tipps, aber letztendlich ist es, muss man wirklich sagen, vollständig in den Griff, bekommt man dieses Problem nie.